Willkommen zurück, Let's Play Final Fantasy. Oha, jetzt muss ich überlegen. Sushi! Mensch! Meine Güte, spontan geht's irgendwie nicht. Ich muss halt noch mit Händen abzählen. Aber egal. Wir sind dabei, die letzten Quests zu machen, um endlich Stufe 35 zu werden und in den nächsten Dungeon zu gehen. Ich könnte mir aber auch mal meinen Schokobo krallen und den Timer mal starten. Ja, wie man sieht, der blaue Balken nähert sich langsam dem Ende. Und wir nähern uns langsam der 35. Und das heißt für uns, dass wir einen Sekundär-Dungeon besuchen dürfen. Ich nenne den Sekundär-Dungeon, weil das kein Dungeon ist, der notgedrungen gespielt werden muss. Nebenbei ist Verheer. Boah, Schluck auf. Ist Verheerer gerade irgendwie nicht da. Das müssen wir ändern, weil Verheerer ist ein Hauptbestandteil meiner Gruppe. Falls sich irgendjemand fragt, kann man hier auch noch andere Gefährten mit sich rumschleppen? Bis auf Spieler und Schokobos, nein. So, wir müssen hier jetzt diese Beutel. Achso, die müssen wir zerstören. Na gut. Da kommen sicherlich wieder Gegner raus. Oder auch nicht. Sehr gut. Da drüben haben wir noch so einen. Zack. Und werf und bumm. Und wo ist der dritte? Na, wo ist der dritte? Wo versteckt sich der dritte? Ich habe ihn gesehen. Da ist er. Das machen wir von hier oben. Da. Nein, da können wir nicht. Doch, können wir. Bumm. So, und da ist jetzt irgendwas, was wir machen müssen noch. Zielort warten und Priester des 129. Orden besiegen. Mal wieder so eine. Oh, ein Gegner. Mensch. Und oh, ein Goblin. Was für ein unerwartetes Ding. Aber er macht gar nicht mal so wenig Schaden hier und wirft mit Bomben um sich. Wieso tut er das? Weil er es kann, weil die Programmierer es so wollen. Das war sicherlich Marvin, der von WoW zu uns gewechselt ist. Nein, Malte, Verzeihung. Malte, der zu WoW gewechselt, von WoW zu uns gewechselt ist. So hieß der nette Programmierer. Quietsch, knatsch. Ja, ist okay, wir wissen, dein Stuhl knatscht. Wie ist es gelaufen hier? Ich habe den Priester erledigt. Gib mir meine Questbelohnung. Gib mir meine Questbelohnung. Achso, wir müssen zum Camp Bronzesee. Tipptopp. Teleportieren wir doch direkt hin. Bringt ja nichts, hier rumzustehen und zu warten. Bis irgendwann der Questgeber vorbeikommt. Meistens sind die fest an den Ort gebunden und da ist er. Sturmmarine erster Klasse. Da ist der Gegenstand, den du gesucht hast. Ich möchte. Was möchte ich denn? Ich möchte eigentlich nichts davon, weil alles nur Crap ist. Oh, ich nehme. Auch ich nehme den Stab für den Druiden Weißmagier. So, jetzt geht's ab nach Limsalominsa. Obere Decks. Ah, zum Achterburg. Gut zu wissen. Da bin ich gerne im Achterburg. Da teleportieren wir mal eben kurz hin. Und finden uns in einem wahrscheinlich völlig überfüllten Limsalumünsa wieder. Nö, tun wir nicht. Aber Sonne! Wen haben wir denn hier? Hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Gildenkollegen. Wink! Das ist eine Stufe 1 Quest. Ich wusste es. Ha! In dem Moment, wo ich es angenommen habe, ist mir aufgefallen, auch sicherlich eine Stufe 1 Quest.
Etheritennetz. Achterburg. Teleportier mich dahin. Und dann einfach hier lang, um zu der staatlichen Gesellschaft zu kommen, um zu sagen, yo Alter, ich bin voll Checker, habe ich Titan platt gemacht, ja? So, dann reden wir doch mal mit dem Guten hier. Ihr habt wirklich Titan besiegt? Die Gefahr ist gebannt? Das ist ja unglaublich! Ich werde umgehend Admiral Malbop darüber informieren. Zuerst Ifrit und jetzt noch Titan? Du bist für wahr keine gewöhnliche Abenteurerin. Nein, du bist eine wahre Heldin, die die Geschichte Eoseas prägt. Danke für diesen höchst erfreulichen Bericht. Bitte richte dem Bund der Morgenröte meine ehrerbietigsten Gruß aus. Was für ein geiles Wort. Ja. Hallo, hörst du mich? Ich bin's, Minfilia. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg über Titan. Stola hat mir alles erzählt. Den 12 sei Dank, dass euch nichts passiert ist. Ich hatte mir große Sorgen gemacht. Kannst du wieder zum Sonnenfind zurückkommen? Dann werden wir über die weiteren Schritte... Ja, bis dann. Dann wollen wir mal wieder zurück nach Horizont. Für dessen Port wir nichts bezahlen müssen. Ein bisschen an der Nase kratzen. Westliches Tanalan. So, hier ist mir Bobo, sage ich. Hier ist mir Verheerer egal, den schicke ich wieder weg. Hier nehme ich den Chocobo-Verleiher. Ein Linien-Chocobo betreten und bitte zum Bucht des Abendsterns. Ja, nehme ich gerne an. Dann kann man nämlich so richtig schön mal einen kleinen Rundumblick veranstalten. Oh, guckt euch diesen wunderschönen Tunnel an. Ist das nicht ein herrlicher Tunnel? Der führt hier runter, hat sogar Schienen, die man nicht nutzen kann. Und hat sogar einen Ausgang. Da drüben haben wir einen Eingang und hier haben wir einen Ausgang. Boah, krass, jetzt sind wir durch den Ausgang durch. Boah, ist das fett, ey. Voll Ruinen und so. Und wenn es hier mal regnen sollte, dann wird das hier sicherlich unter Wasser sein, weil das ist irgendwie tiefer gelegen als alles andere, was ich hier kenne. Und hier laufen Gegner rum und hier läuft ein Schokobo mit einer duften Mieze durch die Gegend. Und oh, guckt euch diesen Himmel an und den Arsch vom Schokobo. Yippie! Und den Fate-Gegner da drüben, der uns nicht interessiert, weil er Stufe 13 ist und wir Stufe 34. Und guck mal hier, hey, ein zweiter Tunnel mit einem Eingang und einem Ausgang. Und da ist ein Tor, durch dieses Tor können wir durchgehen. Guck mal, yippie. Gut. Was haben wir denn hier sonst noch? Wir haben hier... Eine Quest. Eine Quest. Nedric Ironheart. Nedric Ironheart hat für uns die Quest Jäger des versunkenen Tempels, die wir annehmen werden. Ah, dufte Miete, bla bla, da ist ein Tempel, ist voll krass, kannst mal hingehen, kannst mal gucken, was da abgeht. Mache ich doch glatt. So, da haben wir noch Tatafu. Was macht nochmal Tatafu? Tatafu hat auch nochmal irgendwas gemacht. Ein zweites Standbein. Hat ein Problem mit einem seekranken Blubber. Ich traue dem nicht, den nehme ich nie an. So. Hier kann ich nicht drüber springen, dann springe ich halt eben hier lang. So. Am Bucht des Abendsterns, wir sind da. Yippie! Ab zum Sonnenwind. Wow. What the fuck? Look at this. There is Lala fell on the ground. And there are not many, noch mehr Leute, die da rumliegen. Hallo, schlaft ihr? Was ist hier passiert? Irgendwie ist hier alles so dunkel. Keine Lichter? Kann ich hier durch? Ach du Scheiße. Sieht nach einem Überfall aus. Meine Fresse, noch eins. Alter Verwalter. Alles kaputt.
Na toll, wir sollen den Scheiß bezahlen. Das gute Bier. Dann wollen wir mal gucken. Hoffentlich ist Minfilia da. Ich glaube, ich werde mich mal ein bisschen beeilen. Oh, noch mehr kaputte. So sieht das bei mir auch aus nach einer Feier. Minfilia ist nicht da. Aber Nuraxia liegt hier. Nuraxia, was ist los? Sprich mit mir! Die Meinige ist froh, die Laufende lebt. Kannst du wieder zum Sonnenwind zurückkommen? Dann reden wir über die weiteren Schritte. Ja, bis dann. Ein Glück, dass alles gut ausgegangen ist. Ach, Louisoa, könntest du uns jetzt sehen, wie dieses Mädchen kämpft, um dein Vermächtnis zu erfüllen? Also, versteckt sich die Bezwingerin von Ifrit und Titan. Komm raus, Dreckstück. Oder muss ich deutlicher werden? Oh nein! Versteck dich. Du musst unsere Kriegerin des Lichts warnen. Hast du verstanden? Ich ergebe mich. Aber verschont meine Leute. Ich bitte euch. Oho, da ist uns ja das Prinzesschen persönlich ins Netz gegangen. Ganz schön dumm von dir, dich selbst als Messer zu liefern. Sie ist nicht da. Ihr könnt suchen, wie ihr wollt. Oh, da habe ich mich extra hübsch gemacht. Und dann... Wie konntet ihr eigentlich wissen, wo wir... Schluss jetzt mit dem Geschwafel! Oh nein! Wieso bist du rausgekommen? Macht die Reise fertig. Alle. Nein, nicht! Verflixt! Das ist... Ah. Lasst sie in Ruhe. Ich hab doch gesagt, ich ergebe mich. Es reicht. Wir sind hier fertig. Unser Vögelchen ist ausgeflogen. Gut. Aber dafür werden wir mit dem Goldstück hier viel Spaß haben. Mir scheint nämlich, sie hat ein interessantes Talent. Was ist denn? Lass diese Würmer jetzt! Bringen wir die reiche Beute nach Hause.
Die meinige hat eine Nachricht für die Laufende. Von der ehrwürdigen Menphilia. Die Laufende muss finden, den Zurückgezogenen in der Sankt Adama Landama Kirche im östlichen Tanalan. Meinige wollte die Ehrwürdige vor den Bösigen beschützen. Vergeblich. Verzeih der Meinigen. Rette. Diese Ollen Galia. Aber sie bewegt sich noch. Sie bewegt sich noch. Stups. Ihr seht auch aus, dass sie sich bewegt, oder? Oh nein, das sind nur die Blätter. Nuraxia ist tot. Ein Kohlkopf weniger. Na, dafür werden diese Säcke büßen. Wo muss ich denn jetzt hin? Achso, Spuren der Verwüstung. Na dann, ab zur Lama Simsalabimsa Dama Kirche. Camp Knochenreich ist mein Ziel. Wir suchen jemanden, aber wen? Es ist schwierig. Na gut. Lassen wir den kaputten Sonnenwind hinter uns und gucken, was uns hier noch auf uns erwartet. Aber ich muss mich mal gerade kurz stumm machen, sonst hätte ich euch mal mega ins Ohr gehustet. Sankt Adama Landama Kirche. So, nix mit Lama und Simsalabim. Aber es ist gut, dass wir zumindest hier noch Anhaltspunkte haben, sonst würden wir jetzt total im Dunkeln tappen. Illuit! Hast du etwas auf dem Herzen, meine Tochter? Du siehst erschöpft aus. Wenn ich etwas für dich tun kann, so sprich frei heraus. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Verflucht die Feinde ihrer Seers, Vater, sie sollen den Zorn der Zwölf zu spüren bekommen. Sag, Vater, gibt es Schöneres als eine Wildrose? Trick 17. Wildrose ist das geheime Zauberwort. Wildrose. Du kennst das Codewort. So, sprich frei. Du bist hier unter Freunden. Das freut mich. Wie konnte uns das nur passieren? Und du hast keine Ahnung, wohin Menphilia und die anderen verschleppt worden sein könnten? Mögen die Zwölf ihre Hände schützend über sie halten. Auch du schwebst in Gefahr, meine Tochter. Doch hier wacht Adama Landama über dich. Ruhe dich aus und erhole dich von dem Schrecken, den du erleben musstest. Menphilia kenne ich schon sehr lange, seit sie ein kleines Kind war. Als sie den Bund der Morgenröte gründete, schloss ich mich ohne zu zögern ihrer Organisation an und schwor, sie nach besten Kräften zu unterstützen. Menphilias Freunde sind auch meine Freunde, also bitte bleib in unserer Kirche, solange du möchtest. Lass mich dir jemand vorstellen. Marquess, könntest du einen Moment herkommen? Ja, Vater, natürlich. Das ist Marquess. Er hat bei der siebten Katastrophe sein Gedächtnis verloren
und hier Zuflucht gefunden. Er ist nicht gerade redselig, aber herzensgut. Wenn du irgendetwas brauchst, kannst du dich vertrauensvoll an ihn wenden. Marquess, bitte kümmere dich um die Dufte. Ja? Ja, Vater. Toll. Und mit dem kann ich erst reden, wenn ich Stufe 35 erreicht habe. Tada, super, wir sind hier voll im Nix. Na gut, okay, jetzt wird schwierig. Wo kriege ich jetzt das Level Up her, welches ich so dringend brauche? Ich würde einfach mal sagen, ich düse erstmal nach Klein Alamigo, um dort Jäger des versunkenen Tempels abzuschließen. Was mir aber immer noch nicht das Level abbringen wird, wie ich gerade gesehen habe. Aber zumindest schon näher. Darauf kommt es an. Und wir haben noch 10 Minuten. In diesen 10 Minuten werde ich definitiv das Level abschaffen. Und lustigerweise auch direkt einen wundervollen Dungeon freigespielt haben. Den Aya und ich dann sicherlich auch bald betreten werden. Hoffe ich. Wenn ich schnurre? Sie ignoriert mich. Na gut. Jetzt hat sie mal die Möglichkeit gehabt, ins Wort zu kommen. Aber nein, dann halt nicht. Auch nicht so dramatisch. Also. Ja. Steingolem und so weiter. Du mich auch. Die Instanz, die wir suchen, beziehungsweise den Dungeon, den wir suchen, der befindet sich hier zwischen diesen Ruinen. In diesen Ruinen sind sogar diese Ruinen. Ich komme nicht raus, ich bin hier stuckt, wollte ich sagen. Nein, ich werde schon wieder angegriffen. Oh, guck mal da, Mensch. Hey, krass. Da ist ein Fate-Typi. Lass mich in Ruhe. So, bla 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 bla. Und Quest abgeschlossen. Sage ich doch, reicht nicht. Wie viel fehlen mir noch? Mir fehlen noch 11.000 Erfahrungspunkte. Wo kriege ich jetzt ganz schnell 11.000 Erfahrungspunkte her? Ja, wir haben den versunkenen Tempel von Quan. Wo kriege ich die jetzt her? Das ist jetzt schwierig. Nein, das ist nicht. Ich suche mir jetzt einen geeigneten Ort, um Freibriefe zu machen. Und wo könnte man Freibriefe besser machen als Camp Bronzesee? Würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Freibriefe gibt. Ist das einfach mal so geraten. Weil ich eigentlich eher selten mit Freibriefen Level-Ups mache. Schauen wir doch mal. Nö. Das war daneben. Na gut. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es Freibriefe an der Sonnenküste gibt. Ab nach Costa del Sol. Costa del Sol ist das nächste Ziel. Geile Musik. So, hier gibt es definitiv welche. Da sehe ich sie schon. Freibriefe. Da suchen wir uns doch gleich mal irgendeinen Freibrief raus, der so ein paar tausend... Natürlich geben die nur 5000. So ein Rotz. Aber egal, das ist gar nicht so schlimm. Wir nehmen einfach die beiden an, die Wertmarken bringen. Zack, zack. Und schon kann es losgehen. Einmal kurz Verheerer rausgeholt. Aufgesattelt. Na, ich sagte aufgesattelt. Geht doch. Und wenn wir das Ganze jetzt noch 4 Stufen drüber machen, als Stufe 30, dann kriegen wir nochmal 3000 Bonus-EP oder so. Und dann ist das Level-Up auch so dermaßen gesichert. So, welches ist denn das hier überhaupt? Ruhestörung. Mit Ruhestörung fangen wir an. Das ist das hier. Beginnen. Zack. 4 Stufen drüber. Los geht's. Was brauchen wir? Ah ja, wir müssen 4 von diesen Abkalu-Kreischern zerlegen. So, der erste.
Was ja nebenbei auch nochmal Erfahrungspunkte gibt, fällt mir gerade so ein bisschen nebenbei auf. Aber mir fällt auch gleichzeitig ein, dass für Stufe 35 auch wieder eine neue Jobquest anliegt, die wir auch noch machen müssten. Ich weiß gerade nur nicht, ob sich das lohnt. Also in dem Video schaffe ich das ganz sicher nicht. Da fehlt mir die Zeit zu. Und ich weiß auch gerade nicht, was mir mit Stufe 35 für eine Fähigkeit gegeben wird. Oh, das war ein schöner Lag. So, einen noch und dann haben wir den hier zumindest schon mal gelegt. Dann würde ich sagen, düsen wir im Anschluss nach Limsaluminsa. Sobald wir die Freibriefe abgegeben haben. Und dann in Limsa zu gucken. Blödsinn, nach Limsa muss ich gar nicht. Hey, bleib stehen! Stehen bleiben, sage ich. Ah, Mist. Jetzt dürfen wir nämlich die anderen auch noch töten. Na gut. Dann hauen wir die halt. Dann können wir uns zumindest schon mal angucken, was für eine, was uns die Klassenquest bringt. Und je nachdem, was sie uns bringt, können wir dann abwiegen, ob wir sie jetzt annehmen oder nicht. Und daraufhin können wir dann auch gucken. Aha. Weinflaschen sammeln. Ah, da ist noch eine. Ich ignoriere hier die Gegner. Und werde einfach nur so schnell wie geht die Weinflaschen einsammeln. Ja, sehr gut. So, ein Gegner noch. Und dann haben wir die Weinflaschen. Dann sind die Gegner auch schon wieder verschwunden. Da brauchen wir uns gar nicht so lange mit den Kämpfen hier aufhalten. Zack. Abgeschlossen. Zwei Freibriefe gemacht. Schon ein bisschen ätzend, was hier passiert ist, dass ich halt eben doch so lange dann gebraucht habe, um hier, ja, dass ich dann nochmal irgendwelche dollen Nebenquests machen musste. Aber gut, Level up! Und habe ich hier noch einen Attributspunkt zu verteilen? Nein. Gut, dann geht's nicht nach Limsa, das war nämlich Schwachsinn, es geht zum Nightkreuzgang, weil wir müssen ja natürlich mit unserem Hauptjockel vom von der Paladin-Gilde sprechen. Den finden wir in der Kammer der Regentschaft. So, darum erstmal mit ihm hier ansprechen. Kammer der Regentschaft, da haben wir es. Rüber teleportieren und gucken. Weil wenn es eine neue Fähigkeit gibt, dann wäre es fatal, die nicht mit in eine neue Instanz zu nehmen für 35. Natürlich, es gibt Deckung, aber Deckung ist nicht so schlimm. So, ich lasse euch die Zeit hier, um euch die Möglichkeit zu geben, die Quest zu lesen, weil das ist die, die ich halt eben nicht vorlese. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr natürlich auf Pause drücken, wenn ihr ein bisschen Zeit braucht dafür. Ansonsten nichts Spektakuläres, zumindest für mich jetzt. Trägt halt eben nur noch mal ein bisschen zur Tiefe bei, was das Leben eines Paladins betrifft. Und daher ist diese Quest, also ist dieser Questtext zumindest, sehr toll. So, gut, das haben wir gemacht.
Was war das nächste, was ich noch kurz machen wollte? Ah ja, genau. Wir haben vom guten Xanti neue Gegenstände bekommen, darunter eine neue Waffe mit ziemlich viel neuen Materie drin, wie man sich das hier angucken kann. Stärke 5, Stärke 6, Konst 7, Konst 5, Konst 7, Parade 6, hier haben wir Parade plus 8. Rate kritischer Treffer ist uninteressant, dafür haben wir hier sogar Schnelligkeit und nochmal 4 Präzision. Ich sag mal, diese Waffe ist definitiv besser als die, die wir tragen. So, ich habe aber noch mehr von ihm bekommen. Ich muss nur mal ganz kurz gucken, was. Das war's nicht. Handschuhe, genau, Handschuhe waren's. Können wir auch gleich mal vergleichen. Schauen wir doch mal. Stärke 4, Stärke 5, Konst 4, Konst 5. Präzision haben wir hier plus 5. Hier haben wir Präzision plus 4. Das ist jetzt nicht so schön, aber nicht dramatisches. Oh. Ja gut, und Parade kriegen wir sogar nochmal plus 2 dazu, Schnelligkeit, ja, und natürlich ne, mehr Resistenz, zack, da sage ich doch nicht nö. Ich habe hier auch noch eine neue gefütterte Samthose, die ist aber nicht. Ich habe hier noch Beinschienen, hat er mir nicht noch einen dritten Gegenstand geschickt, den ich aber noch nicht anziehen konnte? Ich bin der Meinung, ja. Irgendwas für Stufe 36 war das noch. Ich find's nur gerade nicht. Wo ist es denn? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mir noch irgendwas zugeschickt hatte. Aber wie gesagt, ich find's nicht. Das waren eigentlich drei Gegenstände. Das hier. Das hier habe ich angezogen. Da war doch noch irgendwas. Genau, das Schild. Das war für 36. Na gut, okay. An dieser Stelle mache ich dann auch erstmal einen Cut. Aktualisiere meinen Inventar. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich teleportiere aber schon mal nach Horizont. Weil ich dort dann denke ich, oh, kleinen Moment. Na, zu spät. Ja, ich werde dann auf jeden Fall mit der Instanz in der nächsten Folge weitermachen. Und sage an dieser Stelle dann schon mal adieu. Und der dufte Typ verduftet erstmal wieder. Tschüss.